So, und natürlich habt ihr nichts verpasst. Wir sind jetzt hier und wollen da jetzt weiter. Was ist denn da? Ach, ich dachte, da kann man was machen. Und wollen jetzt weiter mal schauen, was wir so machen können. Aber bevor ich da hingehe, gibt es natürlich erstmal eine nette Weste. Dann, ich habe so das Gefühl, die schadet mal nicht. Na, da hoch will ich jetzt nicht. Sondern raus. Und ich glaube, wir sind richtig gekleidet dafür. Warum nimmt? Ich nehme doch einfach den. Wenn er schon so dasteht. Also gerade die Story eben vom letzten Mal mit dieser Geschichte, dieses Sektenkults und so weiter, finde ich einfach cool. Ich finde es zeitlich auch perfekt passend. Also zum Spiel an sich passt es einfach gut, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe. Es hat einfach noch nichts mit Mafia zu tun. Wenn dieses Spiel nicht Mafia heißen würde, sondern was weiß ich, New Bordeaux, whatever, dann wäre das, glaube ich, dann hätte das Spiel andere Erwartungshaltungen geweckt und dann wäre auch das, glaube ich, die Akzeptanz größer gewesen. Natürlich hatten alle nach Mafia 1 und Mafia 2 einfach ein ganz anderes Spiel gewollt. Und das war halt einfach so das große Problem. Und natürlich sollte man es nicht unbedingt vor Cops da jemand anfahren. Das ist natürlich jetzt nicht so clever. Sehr interessant, dass der Polizist, der vor mir herfährt, mich sozusagen nicht sieht. Aber gut. Ich kann nicht mit leben in dem Augenblick. Und dann habe ich hier mal böse abgekürzt. Und die Polizei wahnsinnig ausgesetzt. Aber genau, muss man jetzt ehrlich unterm Strich sagen, wenn die Polizei vor mir herfährt, dann darf man nicht auf einmal verschwinden. Also das war KI-Fail at its best. Naja, aber wir sind jetzt auch gleich da beim Club. Und da, glaube ich, wird es gleich wieder richtig spannend. Weil sowas hat ja, also ich muss sagen, das hat mir ja am besten bei Mafia gefallen, hier. Solche... Alter, warum schmeißt du dich immer auf die... Wer macht denn sowas? Hey, da kommt ein Auto, ich schmeiß dich auf die Straße, da bin ich safe. Also, naja. Also gerade diese Clubs und dieses in den Arealen fand ich bisher immer am geilsten. So. Nur mit Einladung, Kumpel. Hab die Karte. Habe ich eine gleich hier. Anna, eine Freundin von mir, hatte genau so eine Karte. Ist ständig hierher gekommen. Hab sie nicht gesehen, seit sie mit einem von Bonnies Groupies weg ist. Die ist nicht so gut drauf. Und ich bin hier, um mal mit Bonnie darüber zu reden. Komm rein. Ich gebe dir eine kostenlose Führung. Falls das Anna hilft. Private Twinkle Toes. Wo willst du denn hin? Ich führe nur unseren neuen Gast herum. Du übernimmst die Tür für mich, okay? So. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich richtig rund geht. Ich bin übrigens Oscar. Linke. Was für ein Name? Army. Bis Onkel Sam mich für unerwünscht erklärt hat. Scheiße. Tut mir leid, Mann. Geht's hier immer so? Drogen und Alk für Lau sorgen dafür. Bonnies Leute halten den Zirkus hier rund um die Uhr am Laufen. Bist kein Fan, ha? Ich trau der Schlampe nicht. Sie und ihrem kranken inneren Zirkel. Naja, zumindest ist er ehrlich. Hat dir das gefallen? Wenn ich weiß von einer... Muss man auf jeden Fall reden, dass das schon sehr, sehr, sehr ehrlich ist. Aber hier... Die wohl für alles zuständig ist hier. Schaut euch nur an. Das Schönste, was New Bordeaux zu bieten hat. Und ihr habt euch was zu trinken verdient. Oh, sympathisch. Genießt ein paar Kräuter. Auch sympathisch. Genießt die Nacht. Auch gut. Lasst die Seele emporsteigen. Ich bleib beim Alkohol. Der Schleier ist gelüftet. Komm schon. Ich will dir etwas zeigen, ja. Hinten im Lagerraum. Also Waffe kann ich gerade nicht ziehen. Ich finde auf jeden Fall. So mach
Sehr interessant, wie sich der gleich auf unsere Seite stürzt. Auf jeden Fall gute Stimmung hier, alle am Dancen. Bonnie hat immer bewaffnete Wachen an der Tür. Hab gehört, wie sie von Orten der Finsternis geredet haben. Ich weiß gar nicht, welche Tür er meint. Als ich Anna das letzte Mal gesehen habe, wurde sie nach da unten gebracht. Keine Ahnung, wo der ist hier in der Tür meinte. Auf jeden Fall hilft er uns schon mal direkt. Ich habe ein paar Fässer nach oben gebracht. Dabei habe ich da hinten eine Schwarzlichtlampe gefunden. Wofür haben die sowas gebraucht? Schau doch mal selbst. An der Wand. Schwarzlichtlampe. Ah. Vielleicht finde ich damit einen Weg. Was zur Hölle machst du hier unten, Oscar? Immer schön cool bleiben. Ich sollte deinen Schwuchtelarsch auf die Tanzfläche schleifen und dir dann reintreten. Okay, jetzt habe ich Angst. Zufrieden? Eher nicht. Ja. Lass du vielleicht mal meinen Kumpel in Ruhe? Arschloch. Oscar, was geht da unten so vor? Bin mir nicht sicher. Aber was auch immer das ist, es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Mal sehen, ob ich die Wachen von der Tür weglocken kann. Zumindest für eine Minute. Das reicht schon. Du musst dich beeilen. Danke, Oscar. Übrigens, ich glaube, das ist heute deine letzte Nacht im Nuit Blanche. Lass dich da unten nicht umlegen. Wieder nicht. Oh, schön tanzende Babes. So, jetzt schauen wir mal, was da unten so los ist. Geht er jetzt weg oder habe ich mich jetzt sozusagen so frei hingestellt, dass der... Also wirklich weggehen tut er jetzt nicht. Das warst doch nicht etwa du, oder? So. Wo ist der hin? Naja. Geht's halt so. Schleicht denn der da so rum? Oh ja, hier schaut's sehr sympathisch aus. Dadurch. Ich muss einen Weg finden, um sie aufzuspüren. Ja. Spuren. Scheint so, als wären Bonnies Leute hier durchgekommen. Ah. Alter. When the sky falls, the mind is sensitive. Okay. Das ist natürlich... Also sehr, sehr... Ich will jetzt nicht sagen gruselig, aber... kurios. Da sind keine offenen Türen. So, scheinbar geht's da weiter. Aha, okay. Also wir sind auf jeden Fall mal richtig unterwegs, würde ich sagen. Was ist denn da passiert, ey? So. Bonnies kleiner Club brummt. Da suche ich die Altäre. Aha. Also ist schon sehr, sehr kurios alles hier. Worthy Storage. Scheint ein Ort drüben im Bayou zu sein. Im Bayou. Ist nicht so, dass wir das nicht kennen.
Die Tür ging hinten gerade zu, aber egal. Okay, eine Schule. Wells Park. Fuck. Ich habe davon gelesen. Brandstiftung. Hat ein paar schwarze Kids drüben in Barclay umgebracht. Mal Fotoschießen hier. Okay. Vielleicht entsprechen diese Altäre bestimmten Stellen in der Stadt. Ein Kombinationsfuchs immer wieder. Der Linke. Ich kenne diese Ratte. Der alte Rebellengeneral Braxton Mosby Hollis. Er und sein Clan hatten ein Haus oben in Frisco Fields. Würde mich jetzt interessieren, ob es den wirklich gab, diesen Kerl, oder ob das jetzt hier erfunden ist. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, falls ihr da was wisst oder was gegoogelt habt. Du solltest nicht hier sein. Sie gehört zu uns, Mr. Clay. Sie braucht uns. Mehr als je zuvor. Sie kommen nicht mal in die Nähe von Anna. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass mein Charme bei Ihnen nicht wirkt, aber ein Versuch, was wird. Wir glauben daran, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist, Mr. Clay. Da werde ich nicht widersprechen. Haben Sie jemals miterlebt, wie ein Lebenslicht in den Augen eines anderen erlischt, Mr. Clay? Ja, toll. Ja. Es ist so wunderschön. Pur. Intim. Meine Blutlinie hat diese Stadt gegründet und besessen. Doch wenn ich mich heute umsehe, lebt da nur noch das Pack, wo früher die Noblen residierten. Oh. Ach ja, ich bin untröstlich. Sie sehen etwas kränklich aus. Vielleicht sollten Sie sich hinsetzen. Sag mir, wo sie ist. Ein Fick werde ich. Das Pack wird sich erkennen. Und sein Platz. Der Segen ist mein, Mr. Clay. Okay, ganz schön verrückte Alte. Aber gut, wem wundert's bei den Altären im Hintergrund? Kommen Sie hier nicht mehr raus. Den Satz kenne ich. Den Satz kennt er wirklich. Ich schlachte dich ab, Schweinchen. Nein, der gehört mir. Mir. Schaut ihn euch an. Da ist mehr als genug für alle dran. So, erstmal hier rauskommen. Kein das Mädchen, Schweinchen. Bock auf die Verrückte da. Dein Leben gehört mir. Mist! Gib uns einen Kuss! Ja. Gib mir etwas Blut! Ah! Ja, du kriegst jetzt gleich hier mal eine fette... Ey. Ich glaub's hackt. Aber die habe ich hier nicht mal mit diesem Röntgenblick gesehen. Wo ist du Anna? Du solltest nicht hier sein. Er ist hier! So. Erstmal eine nach der anderen besiegen. Gib uns einen Kopf. Ja. Puh, glaubst du nicht, dass mich da so ein paar Mädels aufhalten? Ja, da kennst du mich aber ganz schlecht. Aha. Ein Messer und eine Kampfweste. Ein Wurfmesser. Haha. Das ist ja schön. Da unten ist es.
So, und jetzt raus hier. So. Die beiden sind erledigt. So. Also, ich glaube, es ist klar, dass wir hier raus müssen. Man sieht halt sau schlecht. Ja, also die Zeitlupenfunktion finde ich klasse. Die gefällt mir gut. Aber jetzt geht's erstmal raus. So, ganz schön schlechter Versuch, mich aufzuhalten, würde ich mal sagen. So. Ja, dann war's das für heute. Ich werde die Folgen von Mafia ein bisschen kürzer halten, dass wir nicht immer so endlos lange Folgen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerade da ging es jetzt gut ab und es war ein bisschen was Gruseliges dabei, also auch mal wieder was ganz anderes. Daher bis zum nächsten Mal bei Mafia, euer Alcaramba.